Und ich werde den Eindruck nicht los, dass wir auch weiter über diesen Fall berichten werden. Liebe Zuschauer, in 11 Tagen, Sonntag in einer Woche, ist Europawahl. Und diese Woche stellen wir Ihnen hier in der Abendschau Parteien vor, die zum ersten Mal ins Europäische Parlament einziehen wollen. Heute die Alternative für Deutschland, AfD. Eine Partei, die in der Folge der Euro-Krise entstanden ist, als Kanzlerin Angela Merkel die Euro-Rettung als alternativlos bezeichnete. Die AfD erreichte im letzten Jahr bei der Bundestagswahl 4,7%. Das ist ein Wert, der jetzt locker zum Einzug ins Europaparlament reichen würde. Hans-Olaf Henkel ist wohl das bekannteste Gesicht der Alternative für Deutschland, der AfD. Der 74-jährige Ex-Präsident der deutschen Industrie ist in zahllosen Talkshows präsent, aber auch auf Wahlkampfkundgebungen sowie gestern Nachmittag am Münchner Marienplatz. Sein Hauptthema und das seiner Partei, die Euro-Krise. Der Einheits-Euro zerstöre Europa, sagt die AfD und fordert eine Rückkehr zu nationalen Währungen. Deutschland könne mit anderen stabilitätsorientierten Ländern wie Österreich oder Finnland einen kleinen Währungsverbund bilden. Die Politik der Euro-Rettungsschirme oder eine Vergemeinschaftung von Schulden lehnt die AfD ab. Jüngste Berichte über Stabilisierungserfolge von Krisenländern wie Griechenland oder Spanien hält man für unglaubwürdig. Der Euro hat sich nicht stabilisiert. Also hier wird uns was vorgemacht. Natürlich hat man dafür gesorgt, dass das griechische Problem unter den Teppich gekehrt wird, rechtzeitig vor der Europawahl. Aber alle Spatzen pfeifen es von den Dächern. Nach der Europawahl ist das nächste Griechenland-Paket fällig. Und Herr Schäuble wird es dann anders nennen. Mit ihrer Forderung, den Euro in seiner jetzigen Form abzuschaffen, unterscheidet sich die AfD am deutlichsten von den etablierten Parteien. In vielen anderen Punkten gibt es Ähnlichkeiten. So will die Alternative für Deutschland zum Beispiel die Zahl der EU-Kommissare deutlich verringern, um die Bürokratie einzudämmen. Zudem müsse ein striktes Subsidiaritätsprinzip gelten. Alles, was auf regionaler Ebene entschieden werden könne, gehe die EU nichts an. Und für wichtige Entscheidungen fordert die AfD europaweite Volksentscheide. Wir werden uns für ein schlankes und ein demokratisches Europa einsetzen. Wir wollen den Wasserkopf in Brüssel stutzen und wir wollen mehr Demokratie in Europa. Und vor allen Dingen wollen wir diese unselige Einheits-Euro-Politik beenden. Die Alternative für Deutschland sei eine rechtspopulistische Gruppierung, sagen Parteienforscher und verweisen auf deren Parolen. Dirk Driesang, Europakandidat aus Bayern mit Listenplatz 11, ficht das nicht an. Wir sind nicht populistisch, sondern wir sind populär und wir sind nicht rechts, sondern wir sind rechtsstaatlich. In aktuellen Umfragen liegt die AfD derzeit bei 6%. Die eurokritische Partei wird wohl ins neue Europaparlament einziehen, obwohl die Euro-Problematik dort nicht entschieden wird.